Hallihallo, happy morning in the morning, heute am Sonntagmorgen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund und ich hoffe, du genießt diesen Sonntag, denn morgen beginnt die neue Woche und damit auch wieder eine neue Herausforderung. Zu meinem letzten Video möchte ich anmerken, dass natürlich aufgrund eurer Kommentare oder dem einen oder anderen Kommentar mein letztes Video oder das vorletzte Video sollte kein Angriff sein auf irgendetwas. Es sollte immer nur den ansprechen, der damit in Resonanz geht. Und das hat wohl den einen oder anderen doch sehr getroffen. Und damit ist auch niemals ein Angriff auf irgendjemanden gemeint, sondern es gilt immer nur für die, die damit in Resonanz gehen. Wenn jemand in der Blüte seines Lebens ist und da demnach auch in der Blüte seines Sexuallebens oder Triebes auslebt, dann ist alles in allerbester Ordnung. So soll es ja auch eigentlich sein. Aber der ein oder andere ist noch nicht so weit, ist noch nicht an diesem Punkt und dementsprechend dienen diese Orakels auch nur denjenigen, der damit in Resonanz geht oder der, den es betrifft. Und vielleicht gerade deshalb möchte ich einfach mal ein Orakel machen mit der Frage, was dich so sehr an ihn anzieht, was du, was der tatsächliche Grund ist, warum du dich ihm gegenüber so hingezogen fühlst. Was hat dieser Mensch, was dich so fesselt? So, ich bin gespannt. Oh Mann, ich hasse diese großen Karten. Die sind einfach zu groß für meine kleinen Finger. Kurzen Finger. Ja, was man hier auf den ersten Blick sieht, dass dieser Mensch schon mal sehr verletzt worden ist in seinem Leben und dass dieser Mensch sich immer wieder wahrscheinlich immer wieder mal zurückziehen muss, um sich selber zu resetten, um sich selber zu rehabilitieren, um über gewisse Dinge nachzudenken. Das könnte auch der Grund sein, warum jemand sich immer wieder mal zurückzieht, nichts von sich hören lässt, nichts von sich sehen lässt, weil dieser Mensch innerliche Diskrepanzen hat durch alte Verletzungen. Und es können Verletzungen aus der Kindheit sein, es können Verletzungen durch alte Beziehungen sein, wobei ich mir immer sicher bin, dass es hier um tiefe innere Verletzungen geht aus der Kindheit, weswegen es zu Verletzungen kommen konnte in Partnerschaften, in frühere Partnerschaften. Und deswegen muss dieser Mensch sich immer wieder mal zurückziehen, um, ja,
sich zu resetten. Die vier der Stäbe, die vier der Schwerter steht ja eigentlich auch für Rückzüge, die Heilung bringen, die Klarheit bringen. Aber mit der Acht der Schwerter in der Hauptenergie fällt es diesem Menschen sehr schwer, durchzudringen. Dieser Mensch, der fängt immer wieder von vorne an, möchte eigentlich auch in die Klarheit kommen, möchte ja sich eigentlich auch hier etwas absichern, aber durch die fünf der Stäbe hier wiederum kommt er immer wieder, ja, wie soll ich sagen, in diese Energie, sich selbst beweisen zu müssen, sich selbst behaupten zu müssen, was aus einer alten Verletzung zurückzuführen ist. Das heißt, dass dieser Mensch auch immer wieder sehr schnell an seine Grenzen kommt, wo er dann dicht macht sozusagen und wieder in den Rückzug geht. Und ich glaube, dass hier deshalb eine sehr starke Anziehungskraft besteht zu diesen Menschen, weil du auch eine innerliche Verletzung hast, eine tiefe innerliche Verletzung auf Gefühlsebene und dadurch im Prinzip auch ein Kopfkino hast. Ja, hier haben wir sie schon, die Schlange. Das sind verpasste Wandlungen. Man ist irgendwann irgendwo stehen geblieben, hat sich vergessen zu häuten oder konnte sich nicht häuten, konnte sich nicht neu resetten. Und hier haben wir es auch schon. Dieser Mensch sucht sozusagen immer wieder diesen Neubeginn. Dieser Mensch steht immer wieder auf, dieser Mensch. Aber dieser Mensch verarbeitet diesen Schmerz nicht. Ja, deswegen kann es sein, es könnte hier sogar um jemanden gehen, der immer wieder vielleicht Affären auch hat, der immer wieder schaut, wo das Gras grüner ist, wie man so schön sagt. Weil dieser Mensch sich schwer tut, aus seinem Kopfkino rauszukommen, aus seinem Gefühlskarussell rauszukommen und sucht sozusagen immer wieder das Neue, das Frische, in der Hoffnung, dass es mit dem Nächsten einfach schön wird, schöner wird, besser wird. Aber passiert in der Hinsicht nicht, weil mit den Würfeln halt auch das Risiko darstellt. Ja, das Risiko, sich tatsächlich darauf einzulassen, was der Ursprung der Verletzung ist. Ja, und das wiederum ist halt hier sozusagen ein Mutterthema, wo man womöglich, wir haben jetzt hier die Schwerter, kann sein, dass es hier um jemanden geht, der vielleicht ein Luftzeichen ist, Freigeist ist, der aber diesen Freigeist in der Kindheit nie ausleben durfte oder nicht ausleben konnte und somit eher im Außen nicht wirklich greifbar ist. Aber hier ist diese Tiefe, ja, die Tiefe und diese Tiefe aber nicht nach außen dringen zu lassen. Ja, sondern zu versperren, in sich selber zu vergraben. Aber hier geht es um jemanden, der ausbrechen möchte. Ja, es aber vielleicht nicht schafft. Und es ist sozusagen eure Anziehung. Das spüren eure Seelen. Ja, diese Seelen, es sind immer die Seelen, die diese, und hier ist ja schon der Mond für die Tiefe. Oh, jetzt muss ich schnell die Tür zumachen. Jetzt wird es ein bisschen laut. Sorry für die Unterbrechung. Ja, da haben wir schon den Mond mit der Tiefe, mit der Anziehungskraft, mit der Launenhaftigkeit aber auch und dadurch auch dieses Hin und Her mit den Rückzügen. Und wir haben das Ass
der Stäbe. Das bedeutet, in dieser Verbindung zu diesem Menschen spürst du das Feuer, spürst du das Lodern in dir, spürst du die Lebendigkeit und diese willst du mit diesem Menschen leben, ausleben. Aber hier sind Unsicherheiten, Zwiespälte und die gesteht man sich nicht ein, die möchte man nicht sehen, da schaut man weg. Und bleibt sozusagen in sich selber gefangen und in diesem Kopfkino. Und weil das nervig ist, ja, oder schwer zu verstehen, zieht der Mensch sich so zurück, ja, und entweder kommt er dann wieder auf dich zu mit den wirklich guten Absichten, mit den besten Absichten auch und bittet dich womöglich um einen Neubeginn oder sucht sich sozusagen die nächste in der Hoffnung, mit der nächsten einen Neubeginn zu starten. Aber wir bleiben jetzt mal dabei, dass dieser Mensch wieder auf dich zukommt und dich sozusagen um eine Entschuldigung bittet oder. Aber ich rede schon wieder viel zu viel, deswegen legen wir jetzt erstmal die Karten weiter. Ja, da haben wir auch schon die Mutter liegen. Auf die Gefühle, auf die Themen aus der Vergangenheit. Es könnte natürlich auch eine Enttäuschung in der Liebe sein, muss es aber nicht. Aber so die Königin der Münzen ist auch die klassische Mutterkarte, die sehr fürsorglich ist, sehr liebend, aber auch sehr bodenbeständig. Ja, Erde ist nicht gerade das Gefühl, die Emotion, sondern Erde ist, ja, wie soll ich sagen, einfach und beständig. Und das könnte natürlich den Anschein machen für den einen oder anderen der Langeweile, seelische Langeweile, Unterforderung. Hier geht nichts, hier läuft nichts. Ja, trotz der ganzen Liebe, trotz der Fürsorge, aber Beständigkeit heißt auch Tag für Tag einen routinierten Ablauf. Etwas, was Sicherheit gibt. Ja? Und hier haben wir auch schon den Herrscher liegen, der für Struktur und Führung steht, ja, das Mutterthema darstellt. Und mit der Vier den Schwertern ist es auch eine Lahmlegung der eigenen Entfaltung, der eigenen geistigen Entfaltung. Das ist hier irgendwann im Laufe des Lebens zum Stillstand gekommen. Wie gesagt, die Schlange steht auch immer für Heilung durch Häutung, das heißt Wachstum und Sicherheit. In dem Fall verhindert das Risiko, das Abenteuer und demnach den Wachstum. Und das ist hier mit dem Ast der Stäbe halt auch signalisiert. Stäbe steht für Abenteuer, Risiko, Leidenschaft. Und das ist hier sozusagen unterdrückt worden, ja, in irgendeiner Form. Ich kann nicht alle Varianten durchgehen, ja. Das sind Kindheitsthemen, wo man nicht frei leben durfte, nicht frei denken durfte. Hier hat alles seine Ordnung gehabt. Hier geht es um Struktur, hier geht es um Ordnung durch Struktur und einen sicheren Rahmen durch Ordnung und Struktur. Und diese Ordnung und Struktur wurde hier niemals durchbrochen sozusagen. Ja, man hält bis heute womöglich auch hier durch den Herrscher. Das heißt, man wird beherrscht durch diese Struktur und Struktur und Ordnung fest, ja, aber hier ist der Wunsch oder der Wille nach Ausbruch und das sind dann Situationen, wenn ihr euch wahrscheinlich trefft, dann ist es sehr liebevoll, sehr innig, sehr tiefgründig und sehr, und das ist das, was die starke Anziehungskraft auch ist, ja. Aber im Endeffekt geht es hier um Ausbruch der Sicherheit, um den Ausbruch des Wohlstandes und womöglich auch
ein Einklang zu finden zwischen männlicher Polarität und weiblicher Polarität. Der Herrscher beherrscht die Gefühle, der Herrscher unterdrückt die Gefühle und demnach die weibliche Polarität. Ja. Ja, dann haben wir hier die Herrscherin und die Fruchtbarkeit auf, den Neubeginn sozusagen, was auch das Geschenk ist. Denn diese Herausforderung, diese Streitenergie entsteht natürlich durch inneren Zweifel, innere Unsicherheit und durch die Unterdrückung das zu tun, was man eigentlich möchte. Das zu tun, wonach die Seele schreit. Das heißt, also hier geht es schon um einen Neubeginn dieser Person. Der Neubeginn durch Erkenntnis, durch diesen Rückzug und zu erkennen, welches Mutterthema ihn hier so abschreckt, zu erkennen, dass es keine Sicherheit gibt, zu erkennen, dass man sich selber entfalten muss. Und auch wenn dieser Neubeginn ein Geschenk ist, was auch hier fruchtbar ist, ja, also was richtig ist und wo es um Entfaltung geht, kommen immer wieder Ängste immer wieder mal hoch und es kommt auch immer mal wieder das Gefühl der Behauptung hoch, immer mal wieder das Gefühl von Wut oder Hass, ja, Wut oder Hass kommt immer. Nicht, weil man ein verhasster oder aggressiver Mensch ist. Wut kommt immer, weil man irgendetwas unterdrückt. Und hier unterdrückt man sozusagen das innere Feuer, die Leidenschaft, das Lebendige, das, nach was die Seele schreit. Und das, nach was die Seele schreit, kann man hier nicht rauslassen, weil zu viel Angst dahinter steckt, etwas zu verlieren. Und das signalisiert auch hier diese Karte. Ja, das, was man hat, das beschützt man mit aller Macht. Und das ist in dem Fall die Seele, das Herz. Und damit unterdrückt man aber auch die Entfaltung der Seele. Und dadurch entstehen Sehnsüchte. Und die Sehnsucht ist hier in diesem Fall die Befreiung und die Entfaltung und diese Sehnsucht auszuleben. Und das ist das, was euch anzieht. Eure Seelen schreien im Prinzip nacheinander, weil ihr das gleiche Thema habt und weil ihr das gleiche abzulösen habt. Damit jede Seele für sich wieder eigenständig sein kann, indem die Seele durch die andere Seele, durch dein Gegenüber, durch dein Herzmensch, durch deinen Seelenpartner, sich genau diesen Seelenanteil wieder zurückholt. Und dafür ist dieser Mensch dir ins Leben geschickt worden. Es geht im Prinzip gar nicht darum, und ich meine, man muss es auch einfach ehrlich sagen, da nützt es mir nichts, schöne Orakels zu machen oder schöne Kartenlegungen zu machen. Im Endeffekt spielt jede Person in deinem Leben die einzige Rolle, dich in deine ursprüngliche Unabhängigkeit zu bringen. Sodass der Herzensmensch dir nicht wehtut oder dir Liebeskummer bringt, sondern dass du im Einklang mit dir selber bist. Und für diesen Prozess bekommen wir immer wieder Menschen in unser Leben geschickt, die immer
eine abzulösende Aufgabe mit sich bringen. Und man sieht es hier schon, bei ihm möchte sozusagen irgendwas ins Gleichgewicht kommen. Ja, hier möchte die Mäßigkeit reinkommen, ein Gleichgewicht, ja, ein. Hat auch ganz viel mit Geduld zu tun, ja. Vielleicht ist dein Herzensmensch sehr impulsiv und vergisst sich in gewissen Momenten und dann kommt all das, was er innerlich spürt, rausgesprudelt aus sich, ja, und lässt alles raus, seine tiefen Gefühle, die er sonst unterdrückt, ja, und das, was so impulsiv ist, was du dann aufnimmst, ist auch das, was du leben möchtest. Und wenn das in eine Beständigkeit kommt, ja, also nicht nur die Beständigung der seelischen Langeweile, ich nenne es jetzt einfach mal so, bitte zerreißt euch nicht über meine Worte, ja, es ist, einfach auch jetzt mal salopp gesagt, ja, weil sonst geht das Video auch wieder sehr, sehr lange, ja. Und jeder Fall ist sowieso individuell, deswegen, ihr müsst euch zur Aufgabe machen, euch da selber reinzufühlen, ja, inwieweit ihr damit resoniert. Und wir haben hier die Königin der Stäbe. Ja, hier möchte Feuer raus, hier möchte Lebendigkeit rein. Ja, Lebendigkeit und vor allem auch, wenn es um dein Gegenüber geht, der männlich ist, geht es um die weibliche Polarität auch, was ich vorher hier schon sagte, weil hier liegt die männliche Polarität mit dem Herrscher. Ja, Disziplin, Strenge, Männlichkeit und hier haben wir die Weiblichkeit. Aber die Weiblichkeit der Erdung heißt also, hier geht es bei deinem Übergehen. Und übrigens hier, Schwertenergie ist auch männlich, ja, logisch, rational. Und das ist das, was hier geheilt werden möchte, beziehungsweise wo man vielleicht auch verpasst hat, sich zu wandeln, weil wir haben hier Feuerenergie. Feuerenergie ist auch weibliche Energie, die man aber hier unterdrückt, weil man in der männlichen Polarität ist und durch die männliche Polarität nicht erkennt, was dahinter steckt. Ja, man ist ja hier blind mit den 8 der Schwertern und dadurch auch seelisch gefangen, unterdrückt. Und deswegen legt sich hier die Königin der Stäbe ins Bild, weil die Königin der Stäbe ist sich ihrer Weiblichkeit bewusst. Ihrer Weiblichkeit bewusst, ihrer Reize bewusst und dennoch sehr selbstbewusst. Ihr eigener Chef, ja, die wird hier nicht beherrscht, sondern sie steht zu ihrer Weiblichkeit und durch ihre Selbstbewusstheit ist sie auch. Kann sie auch in der männlichen Polarität sein. Und dann haben wir hier die Hochzeit mit den Stäben signalisiert, dass man beides sozusagen ins innere Gleichgewicht bringt, also die Männlichkeit sowohl als auch die Weiblichkeit. Und ich glaube auch, dass generell eine Diskrepanz zwischen der männlichen und weiblichen Polarität in einem jeden von uns, auch zu Diskrepanzen dadurch natürlich im Außen führen und dann diese seelischen Verbindungen, diese starken, intensiven seelischen Verbindungen entstehen, um sich genau dessen also genau dessen bewusst werden oder sind. Und deswegen ist es hier ganz, ganz wichtig, dass, ja, wo man noch nicht weiß, soll ich nicht, kann ich mich dahin geben, bla bla bla. Weil man hat ja hier mit den 9 der Schwertern, hat man ja schlaflose Nächte. Ja, man sieht nichts, man ist im Gefühlschaos und das bringt Verzweiflung.
Ja, Verzweiflung, weil man sich auch hier nicht wirklich entscheiden kann für einen Neubeginn, der absolut das Richtige wäre. Und aber ohne dem Gefühl, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, viele haben Angst, sich hier auf einen Neubeginn einzulassen, weil sie nicht im Vorfeld wissen, ob es ihnen Sicherheit gibt. Und dabei spielt es gar keine Rolle, ob du Single bist, ob du vielleicht in einer festen Beziehung bist, aber jemand anderen kennst oder kennengelernt hast. Oder es spielt überhaupt gar keine Rolle, in welcher Situation du bist. Oder ob du in einer On-Off-Geschichte bist. Im Endeffekt geht es immer darum, sich für die eigene Entfaltung zu entscheiden und für den fehlenden Seelenanteil in dir. Und dafür musst du aber schon herausfinden, welcher fehlende Seelenanteil es bei dir ist. Denn diese tiefe Seelenverbindung, die gibt dir Aufschluss darüber. Und dann wirst du dich hier für einen Neubeginn entscheiden, ja, der dich dann auch wieder hier in dein inneres Gleichgewicht deines Seelenlebens, der dich in die Stabilität bringt, weil man genau das erkannt hat. Ja, und dafür dienen die Rückzüge. Ja, weil hier unten mit den Schwertern, auch hier mit den 5 der Schwertern, haben wir hier wieder dieses sich wehren, die eigenen Ängste zu erkennen. Ja, man geht lieber in Konfrontation, man geht lieber auf einen Streit ein, man ist leicht reizbar, man geht gerne in einen Streit über, weil man etwas nicht verstehen kann oder einfach auch etwas fordert, was das eigene Bedürfnis ist. Aber im Endeffekt verletzt man dadurch nur sich selber, weil es ist einfach auch ein Weglaufen vor den eigenen Sehnsüchten. Und die Sehnsucht ist die Leidenschaft. Ja, die Angst davor, sich auf ein Abenteuer oder seine eigenen Wünsche einzulassen und diese auch mit Leidenschaft zu leben, weil man Angst davor hat, hier etwas verlieren zu können. Aber auch hier kommt Bewegung rein, Veränderungen kommen rein. Jetzt schaue ich mal gerade mal, wie die Karten hier waren. Moment, dann kann ich nämlich daraus auch gleich noch Aufschlüsse ziehen. Ja, wunderbar. Der Kampf, ins eigene Gleichgewicht zu kommen. Ja, der passiert nicht von heute auf morgen und man wird auch immer wieder zurückfallen in die alte Energie. Aber das gehört auch dazu, ja, um etwas Neues. Oder um etwas Altes durch das Neue zu ersetzen, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Das geht schleichend, ja. Und man fällt auch immer wieder in die alte Energie zurück. Aber im Endeffekt gesehen führt es dennoch zur Veränderung. Du entfachst inneres Feuer, deine Leidenschaft, deine Lebendigkeit. Das führt zum Neubeginn, zur Stabilität in deinem inneren Bereich. Ja, und dann kommt es auch hier zur Wunscherfüllung. Hier beides mal Wunscherfüllung. Durch Heilung und somit hast du dich in deinem persönlichen Prozess dorthin zu kommen auch wieder gehäutet. Sprich, du bist wieder weitergekommen durch diese Person, die in dein Leben getreten ist, die dir dazu verholfen hat oder verhelfen wird. Eine Haut, die längst abgestriffen werden hätte sollen, es aber nicht passiert ist, um wieder einen Schritt weiter zu sein im eigenen Prozess.
Heißt also, es geht um Neubeginn hier mit dem Ass der Münzen. Es geht um Neubeginn. Jetzt muss man mal schnell die Karten hier wegmachen, damit ich die unteren Karten auch nochmal sehen kann. Ja, es geht um den Neubeginn aus einer scheinbar aussichtslosen Situation rauszukommen, rauszugehen. Weil diese Situation dazu einlädt. Und diese Situation, in der du jetzt steckst, wo du absolutes Kopfkino hast, wo du nicht weißt, wo es weitergeht, wo du nicht weißt, was du machen sollst, wo du nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst, weil du zu sehr beeinflusst bist durch andere Menschen, durch Menschen im Außen. Durch Menschen womöglich, die dich schon seit deiner Kindheit begleiten, die großen Einfluss auf dich haben. Und genau diese Situation, und da musst du dich jetzt selber reinfühlen. Mit wem hast du es zu tun? Mit wem sprichst du über Gefühle? Wer beeinflusst dich? Ja, wie sind die Meinungen von den ganzen Menschen, mit denen du es vielleicht zu tun hast, die für das Kopfwirrwarr suchen? Was haben die für Botschaften? Was signalisieren sie dir? Ja, diese Seelenmenschen, mit denen du es zu tun hast. Und welche Menschen hindern dich dabei? Diese Karte ist auch so für mich die Karte des Außens. Des Außens, was auch etwas mit der Kindheit zu tun hat. Was mit der Kindheit zu tun hat, hat immer auch etwas mit Sicherheit, Geborgenheit und mit Regeln zu tun. Mit Disziplin und Ordnung und Strenge. Und welche Menschen, welche Situationen hindern dich daran, Dinge zu tun, die du gerne möchtest? Wo bist du in einer Struktur verfahren oder verfangen, die du dir nicht erlaubst? Auszubrechen. Ja, das sind alles solche Themen, die man sich fragt. Und weil wir ja ursprünglich bei dem Orakel waren, was dich so anzieht bei ihm, an ihm, das ist genau dasselbe, was du in dir trägst. Und im Endeffekt hat er diese Lust in dir geweckt, du selbst zu sein, deine Wünsche zu leben. Und es können jetzt alles Mögliche an Wünschen sein. Aber oftmals ist es so, und ich betone jetzt wirklich, oftmals ist es so, dass man sich dadurch, dass man sich mit jemandem sehr stark verbunden fühlt und sich dann auch auf ein Abenteuer einlässt oder ein One-Night-Stand einlässt, muss nicht sein. Ich betone es nochmal. Aber meistens wird genau in solchen Momenten genau dieser innere Wunsch entfacht. Und es hat nichts mit der Sexualität in dem Sinne zu tun, sondern es hat was mit der Lebendigkeit und der Entfaltung des eigenen Feuers zu tun. Ja, das ist das, was euch anzieht und das ist das, was er dir unbewusst signalisiert. Sein Seelenwunsch. Und er weckt dadurch diesen Seelenwunsch in dir drinnen. So, und jetzt fangen die Kirchenglocken an. Das heißt, das Ganze wird hiermit beendet und unterstützt.
Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ich hoffe, das Orakel hat dir gefallen, das hat dir weitergeholfen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video, deine Sandra.